Servus Leute, mal wieder bisschen 14 an und zwar heute mit ein kleines Video am Game. Und ja, und zwar ist es heute mein Paket gekommen, wie man schon sieht. Und zwar mein zweiter Rapid Fire Controller. Und zwar, ich habe noch einen gehabt und der ist mir kaputt geworden, keine Ahnung, der hat drum gespart. Und deswegen habe ich mir einen zweiten geholt, Leute. Jedenfalls, wir packen den direkt mal aus. Was ist das? Geh auf Xo. So, Leute. Das habe ich durchgestrichen, weil man die Adresse nicht lesen sollte. Okay. Hier schon mal irgendeine Zettelwirtschaft. Fangt schon mal gut an. Okay, machen wir hier wieder zu. Das neugierige Augen nicht sehen. Also. Okay. Übertreib mit Zutackern. Okay, was ist das? Das ist jetzt die Zettelwirtschaft für den Controller. Was Rabbit, was es bedeutet, wie man schnell schießen bei Einzelschuss, wie man schnell schießt, kann man hier alles durchlesen und dann hier die Mods. Genau, 10 Mods kannst haben. Hier geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Ich habe das schon mal alles auswendig gelernt. Und hier, das ist jetzt alles. Die Tasten darf man nicht zusammen benutzen, weil so setzt man den Controller zurück. Und ja, hier sind nochmal Mods-Einstellungen und direkt letzte Seite, Leute. Es juckt eh keinen, lass es, weil das sie sehen. Passt. Das sehen sie etwas schon, oder? Das war ja noch rum. Genau. Und ja, Zettelwirtschaft. Wer braucht das Zettelwirtschaft? So, jetzt zu dem wichtigsten Teil, Leute. Controller. Okay, geht schon mal auch. Gute Entscheidung. Leere Schachtel, wie man sieht. Ganz leer. Juckt auch keinen direkt weg. Eva, Controller am Start, Jungs. So, aufreißen, hier interessiert eh keinen. So, Leute. Hier das gute Stück. So. Hier am hinten kennt man schon mal, dass ein Gamer, also wie soll ich sagen, Rapid Fire Controller ist, wegen die Mackerl. Und mein Freund gibt mir auch kurz mal den anderen. So, und zwar, jetzt warte, ich muss noch kurz was erledigen. Weil ich hier lauter Adressen draufstehen habe und die sollte man nicht wissen. Also die muss ich kurz löschen. Was wissen wir? So Leute, jetzt. Man sieht eigentlich vielleicht gar schon den Unterschied. Also hier einmal gar nichts. Und hier ist einmal das Mackerl drauf. Und ja, er schaut schon irgendwie abgenutzt aus. Eigentlich too easy, locker flockig gehalten, weg damit, juckt eh kein. Und hier ist der Gamer Controller, also Rapid Fire Controller, auch locker gehalten, also weg damit, interessiert eh kein. Nee, Spaß Leute, jetzt zeige ich euch den Unterschied. Und zwar, hier wenn man einschaltet, leuchtet er blau, bleibt blau. Wenn man irgendwas drückt, man, es geht nichts, es leuchtet einfach nur. So, jetzt zeige ich euch einen Gamer, also Rapid Fire. Interessiert keinen, weg damit. So, und den, wenn man einschaltet, erleuchtet auch blau. Und wenn man die Pfeiltasten hier drückt, zweimal hintereinander, laut der Beschreibung, sollte er blinken. Genau, er blinkt, hier auf der Seite blinkt er. Und schon ist der Game angesteckt, also an. Und ja, wir probieren es direkt am Black Ops 3. Okay Leute, Eva, hier ist dieser Controller, wir probieren es jetzt nicht am Black Ops 3, sondern es kommt dafür noch ein Video.
da wo wir es dann testen. Keine Sorgen, ich gehe mit meinen CDs immer so um. Und ja, wir zocken einmal mit diesen, einmal mit diesen. Und ja, dann sehen wir uns in der Folge wieder. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch ja bis in 14 Jahren. Haut rein.